Long ago, the world was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. Oder kurz Bernd und DK. Tja, hättest du weniger Rüstung am Leib, hättest du wegrollen können. Das passiert halt. The Titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Und sie starben. Eons have passed. Now, our world, this vast land stretching across the remains of the Bionis, is under attack from a relentless force known as the Mekon. Rebellion der Maschinen. Und sie starben. Retreat! Retreat! Get away from me! Retreat! No retreat! The Endgame's unknown! No! No! Und starb. Advancing down our weak right flank. For a bunch of soulless machines, they seem to know a thing or two. But we'll see. Und da kommt Old Cypher mit seiner Gunblade. Young man, we've been given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah. That's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Or we can stay and fight. What? We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. With this, the future is ours for the taking. Stupid beast. Your body can't take any more of the Monado. I can tell by just looking at you. Getting short-sighted in your old age, Dixon. I'm fine. Don't worry, I'm still in control. I should have known I couldn't talk sense into a beast. Let's do this. I'm going with you. You'll need someone to drag your corpse on. As long as you think you've still got the strength in you, old man. Oi, you two! We've been ordered to pull back! I'm leaving! Well, I say you're coming with us. What would we do without those? The enemy's second wave is approaching! It's now or never, Dunban. Let's show them what we've got. We'll give them a warm Hom's welcome. Acknowledged. Yeah! Yeah! What are they trying to prove? I'm not throwing my life away. No point dying in some godforsaken field. Nothing for it. I'll have to use Dunban as a decoy. Yeah. That should give me time to escape. Und der Aushilfs-Wolverine, Mumka, in diesem Spiel ist eine Pussy. Offensichtlich. Und damit sind wir im Tutorial angelangt. Ein Tutorial, was sich etwas länger hinzieht. Deswegen, ich werde über die verschiedenen einzelnen Mechaniken später ein bisschen genauer eingehen. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind,
können mir die gerne auch in den Kommentaren oder sonst in irgendeiner Form gestellt werden. Kein Problem. So viel dazu. Jeder Charakter, vielleicht mit der Ausnahme von ganz Anfang an, sag ich jetzt mal, um den Spielern nicht zu überfordern, hat eine Signaturfähigkeit. Und das ist immer die, Mitte, wo ich gerade hier mit dem Cursor hin und her fahre, ist die hier in der Mitte. Gut, die hat jetzt hier in diesem Fall, ja, keine Auswirkungen, das ist nicht falsch gesagt, aber sie zeigt quasi nur an, ob wir eine dieser Seitenfähigkeiten einsetzen können. Und mit dieser, mit der linken davon, können wir unsere Mitstreiter die Waffen buffen, sodass sie normalen Schaden an den Mechons verursachen können. Die Mechons sind hammerharte Gegner. Ihr seht, dass hier ab und zu mal einen Schaden oder was aufploppt. Das liegt daran, wir waren jetzt kurz auf dem Kampf. Das bewirkt leider, dass alle Buffs, die gewirkt worden sind, nicht mehr, also sind aufgelöst worden. Mehr oder weniger. Und deswegen musste ich jetzt diesen Waffenbar noch einmal neu wirken, damit meine Gefährten ebenfalls in der Lage sind, ordentlich Schaden an den Mechons auszurichten. Das hier zwar die Squall-Gedächtnisfähigkeit. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Limit von ihm hieß in Final Fantasy 8. Aber das ist ein Spezialangriff, der ordentlich Schaden macht und ganz besonders gegen Mechons. So, ihr seht bei diesem Gegner hier ganz oben diesen Informationsbalken oder Bereich, nenne ich es jetzt mal. Also Level 20, ein Augesymbol, der Name Mechon M82 und in Gelb der Lebensbalken steht. Und links und rechts von diesem Menüpunkt, was ich richtig benenne, sieht ja so eine Art Verzierung, die bei den anderen Gegnern nicht der da war. Das besagt, dieser Gegner ist ein Elite-Gegner, nur weil einer, der sehr, sehr viel aushält. Und diejenigen unter euch, die schon mal ein aktuelles Online-Rollenspiel wie WoW oder The Old Republic gespielt haben, werden Parallelen vom Kampfsystem her erkennen. Und das zieht sich auch mehr oder weniger das Spiel. You gotta be kidding. It's their main force. Looks like the Mechon are hell-bent on taking us out. They'll have to be if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Dixon? Mumka? Da war einer verzweifelt. Aber wenn ich an seine Nasenspitze ansehe, ist er auch nicht unbedingt der Typ, der das Ganze mit Gesprächen und so weiter lösen würde. Würde es denn funktionieren? Yeah! Könnte ich doch nur so viel und so gut im Kampf schnetzeln. Aber nein, dazu bedarf es Sequenz. Das Monado setzt ihn zu. I ain't going down that easily. Tomban, are you alright? Oh, what does it look like? I'm still good to go. Guess even a hero's gotta reach his limit eventually. Mumka, what are you doing? That way is... Sorry, brothers. Hate to drop this on you, but it's the Monado they're after. So have fun keeping them occupied for me. I'm getting the hell out of here. Mumka, you dirty. Now, don't worry. I'll organize your funerals. Well, see you, boys. Wait. So ein Arsch. Er drückt L2 und R2 gleichzeitig. If this is a joke, it ain't funny. Looks like this is it. At least we know our luck can't get any worse from here. Dunban? Dixon, take care of the survivors. Dunban, what are you playing at? Those idiots. I'll just come and get the Monado when everything's quieted down a bit. That thing's gonna be mine! Oh no, please! No! Und starb. Vile Mechon. If you think the Homs, the people of Bionis, are just waiting here for you to pick us off, you are sorely mistaken! Und damit beginnt sie. Die Geschichte eines der größten Rollenspiele dieser Generation. Die Geschichte zweier Titanen. Die Geschichte einer Gruppe voll Helden. Die Geschichte voll mit Epik, Freundschaft, Mord, Verrat und einem fantastischen Soundtrack. Daher
begleitet mich bei der Reise durch Let's Play Xenoblade Chronicles. Und beim Aushalten von Ladebildschirm. Seit wann ist das eigentlich so, dass Spiele generell unten rechts irgendeine Animation laufen haben, während sie laden? Das war bei Nier so, das ist bei irgendeinem Naruto-Spiel so, was ein Kumpel von mir zockt, und ein Jahr später. Die Schlacht am Schwerttal. Mekon M71. War geschlagen. I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries. Oh, no good. It's broken. Yeah, Müll. The joint section. It's buckled. It's completely useless. Ugh. Da kann man's aushalten. Es sei denn, hier gibt es Mörderinsekten. Und er stach. An M69. Nicht. Ist M69 nicht der Name von irgendeinem Gewehr oder sowas? Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich habe so ein... Its armor would be perfect for making a shield. Waffennachkumpel. If I can just get it off, I should be able to... Also der hat nichts, aber der kennt sich damit aus. Shulk! Right. It's not a Mekon. It's just a crap. Sebastian! It was using the Mekon armor as a shell. I'll lure it away and topple it. When it's down, use your arts to finish it off. Und damit beginnt ein weiterer Tutorial-Kampf! Keine Sorge, es ist kein Final Fantasy 13. Ja, Menü, ich denke mal, es ist einigermaßen offensichtlich, was hier was ist. Es ist auch so ein bisschen wie Guild Wars, sage ich jetzt mal, weil wir haben nicht unbedingt mit jedem Charakter eine, wie heißt es, so viele Fähigkeiten, dass sie alle Platz hätten. Manchmal muss man auswählen aus einem größeren Pool an Fähigkeiten. Und, Entschuldigung, muss gerade ein bisschen Luft verdauen. Und auch hier haben wir die mittlere Signaturfähigkeit. Rain, also der andere Charakter, der Rothaarige, ist sowas zumindest zunächst wie ein Tank. Und wir haben ja auch, wie in Rollenspielen, oder Online-Rollenspielen besser gesagt, oder wie man es vielleicht aus Final Fantasy 12 schon kennt, haben wir es mit Agro-Management zu tun und so weiter. Wir können ein bisschen beeinflussen durch unsere Stellung, wie viel Schaden wir machen, denn manche Fähigkeiten macht beispielsweise hier unten der Rückschlag. Ist kein Rückschlag, sondern er macht einfach nur mehr Schaden. Ich glaube, das ist einfacher, wenn man von hinten damit einen Gegner angreift. Und dann wiederum gibt es auch Fähigkeiten, die von der Seite mehr Schaden machen. Oder einen besonderen Effekt haben, beispielsweise Gegner ins Rauchen bringen und so weiter. Man kann bestimmte, ja, sag mal, Kettenangriff später ausführen. Thanks, Ryan. That was a close one. Allerdings. Man, what were you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. There are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Shulk. Anyway, we better get back to the colony. If I'm late for drills again, old Squaretash is gonna kill me. Squaretash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Gut, was das Kampfsystem angeht, werde ich da später noch ein paar Sachen zu sagen, weil ich jetzt ganz gerne in der verbleibenden Zeit noch ein paar andere Sachen ansprechen würde. Einerseits, ich möchte, obwohl das Spiel hier gewaltig ist, also allein das Rumreisen, aber wir müssen Ort sowieso erreichen, da kann es durchaus sein, dass ich da mehrere Folgen unterwegs bin, also je nachdem. Und yeah, unser erstes Level-Up. Man bekommt in diesem Spiel durch das Erkunden von neuen Ortschaften und so weiter auch Erfahrungspunkte, also eine neue Decke und so weiter. Ja, bekommt man auch Erfahrungspunkte, Technikpunkte und Talentpunkte, was man damit macht.
Okay, was Erfahrungspunkte angeht, sollte das offensichtlich sein. Findet kein Kampf statt, regenerieren wir automatisch. Ansonsten ist es ein bisschen schade. Das Spiel kommt zwar weitestgehend ohne großartig Ladehemmungen, sag ich jetzt mal, aus. Das Problem ist nur, wenn man auf das Menü zugreift oder eine Schatztruhe öffnet, dann stockt es ein bisschen, weil es erstmal die Inhalte lädt. Ja, aufgrund dessen, dass das Spiel hier, man kann dieses Spiel, vielleicht abgesehen vom Anfang, gar nicht so wirklich überleveln, weil die Levelkurve des Spiels ist ziemlich krass, vor allem später. Und deswegen möchte ich eigentlich, so gut es irgendwie geht, möglichst viele Gegner, die mich, ja, oder, ja, die mir hier mehr oder weniger auflauern, nicht alle sind aggressiv, aber ich bin aggressiv, weil ich ein Mann bin. Und, ja, das ist... Das, was ich mich am Anfang damit so ein bisschen überlevel, ist sozusagen zum ja, Ausgleichen dessen, was ich dann eigentlich später leisten müsste. Es gibt auch eine ganze Menge an Sidequests, auch was man aus einstiegigen Online-Rollenspielen kennt. WoW, who's to? Also beispielsweise, bring mir 20 davon, töte so und so viel hiervon. Und das Ganze gibt allerdings weniger Erfahrungspunkte, es gibt auch Quests, die Erfahrungspunkte geben, aber das sehr viel, bringt halt sehr viel Geld und gute Ausrüstung ist sehr teuer. Das Problem ist, vieles ist randommäßig, beispielsweise Gegenstände, die wir hier aufheben. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Diese leuchtenden Kugeln sind Gegenstände, die einfach so in der Gegend rumliegen. Das Problem an der ganzen Sache ist, es ist durch Zufall oder dem Zufall ausgelost, sag ich jetzt mal, was man da tatsächlich findet. Sprich, wenn ich irgendwie für einen Quest hier irgendwie 10 Äpfel, sagen wir mal, sammeln soll, die Gegenstände sind in der Regel auch spezifisch für das Gebiet, wo man gerade rumläuft, dass nur Harmoniemünzen sind und so weiter, komme ich später darauf zurück in einer der nächsten Folgen. Ja, da kann es dann halt sein, dass ich durch das ganze Gebiet... Was habe ich jetzt gerade anvisiert? Ah, okay. Dass ich durch das komplette Gebiet laufe und... Was zum Teufel? Nein, dann wechseln darauf bitte. Ich möchte schon das gleiche Ziel. Mit dieser Fähigkeit, die ich jetzt probiert habe, kann ich das von der Seite mehr Schaden machen. Aber wenn ich die Agro vom Gegner habe, kann ich die von der Seite angreifen, weil ich das mal von vorne angreife. Dann ist der Gegner noch mit drin. So. Jedenfalls, was wollte ich gerade eben nochmal sagen? Oh mein Gott, ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Naja, Randomness. Deswegen, aufgrund der zeitverschlingenden Randomness dann teilweise und weil man für das Spiel hier teilweise echt lange braucht, um irgendwas zu erreichen, Details kann ich später gerne sagen, werde ich, ja, ich weiß es noch nicht genau. Das kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, deswegen wollte ich es ansprechen. Was diese ganzen Kämpfe angeht, wenn es hier so Trash-Zeugs ist, sag ich jetzt mal, dann lasse ich es jetzt einfach mal drin. Weiß nicht, ob ihr der Meinung seid, dass die Kämpfe actionreich genug sind, um sich das anzugucken. Es sind jetzt Standardgegner. Später dauern auch die Standardkämpfe ein gutes Stück länger. Vor allem, ja, weil die Gegner halt ein bisschen mehr aushalten. Das wird man, denke ich, schon alleine sehen, wenn wir im zweiten Gebiet ankommen. Deswegen, ja, sagt mir einfach, ob ich sowas dann, ja, rausschneiden, beschleunigen soll und so weiter. Da gibt's Möglichkeiten. Damit man hier einigermaßen zu Kopf kommt. Manchmal finde ich es gar nicht so einfach zu gucken oder zu erkennen, wo man jetzt genau hinkommt. Oder wo man jetzt vielleicht oder also vom Ankerpunkt des Gegners ausgesehen. Ob man sich an dessen Flanke befindet oder nicht, gerade bei den Kleinen. Deswegen, ich habe auch hier die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Zeit damit verbringen, mich nochmal in dieses Spiel reinzufuchsen. Einmal habe ich durchgespielt und hatte, ja, Probleme. Es ist nicht einfach, meiner Meinung nach. Es ist kein einfaches Spiel, deswegen... werde ich hier eventuell gut sterben, auch bei manchen Gegnern. Und ja, ansonsten, ich habe jetzt hier, oder nehme hier mit einem neuen Mikrofon auf. Aufgrund, ja, meines Raumes kann ich leider Gottes da nichts für. Ich habe kein Aufnahmestudio oder sowas. Ich mache das in meinem Wohnzimmer drauf, anders geht's leider nicht. Deswegen heilt es auch etwas, oder etwas viel. Deswegen, hört es euch ja jetzt an, deswegen bis zur nächsten Folge würde ich dann immer bitten, wenn es gar nicht, also wenn ihr es gar nicht ertragt, sage ich jetzt mal, oh mein Gott, du hörst dich so scheiße an, die Qualität ist so scheiße oder sowas, trotz Testvideo und trotz anderen Einstellungen, die ich vorgenommen habe, schreibt mir Feedback in die Kommentare, wie ihr gerne das Projekt, ja, editiermäßig, was die Kämpfe angeht, oder ob ich beispielsweise die Sprachausgabe vom britischen Englisch auf Japanisch umstellen soll. Was ihr lieber hättet. Mehrheit entscheidet, sage ich jetzt mal. So, ich renne jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. Sonst bin ich hier noch ewig lange beschäftigt. Ich werde das Offscreen mich hier noch ein bisschen durchhacken, um vielleicht auch Level 4 zu kommen. Denke ich, das macht Sinn.
Und ja, insbesondere wegen der Einstellung, was die Sprache angeht oder dem Editieren der Kämpfe oder aber ja, vor allem wegen des Mikrofons, werde ich mir einen Tag Zeit lassen, bis ich die nächste Folge aufnehme, damit ich das Feedback oder möglichst viel Feedback von Interessierten kriege und das einarbeiten kann. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, was hier in dieser Ortschaft passieren wird. Final Messenger 13 wünscht euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.